Hallo Kinder, heute möchte ich euch die Geschichte vorlesen vom Sandmännchen auf dem Jetboot. Passt fein auf, es geht los. Also, seit 2 Stunden schon sind Willi und Anton auf dem Wasser. Ihr kleines Segelboot will jedoch nicht so richtig in den Wind kommen. Und die Fahrt schaffen sie auch nicht, weil ganz, ganz wenig Wind nur da ist. Auch die anderen Jollen der Segelschule hart am Wind dümpeln langsam vor sich hin. Denn heute herrscht wieder ziemlich Flaute auf der Ostsee. So wird das wohl nichts mit der Wettfahrt, die Seglerlehrer Andi heute geplant hatte. Plötzlich aber ist ein seltsames Rauschen zu hören. Die Gischt spritzt hoch und Wassertropfen wirbeln durch die Luft. Ein roter Blitz saust am Segelboot vorbei, das nun auf den Wellen hin und her schaukelt. Wow, ruft Anton, was war das denn? Sah aus wie ein Wassermotorrad auf der Yacht nach dem Weltrekord, lacht Willi. Das holen wir natürlich nie ein, jedenfalls nicht bei diesem bisschen Wind. Die beiden Jungs schauen dem roten Jetboot hinterher, das lustige Haken auf dem Wasser schlägt. Ach, mir würde es schon reichen, wenn wir wenigstens Lasse und Paul abhängen würden, brummte Anton. Ich habe keine Lust, schon wieder hinter den beiden Angebern herzusegeln. Just in diesem Augenblick fegt eine Windböe heran, erfasst das Segel des kleinen Bootes und bläst hinein. Und schon beginnt eine wilde Fahrt. Alles geht so schnell, dass die Jungs kurz Mühe hatten, die Leinen festzuhalten. Doch mit vereinten Kräften schafften sie es, das Segel richtig auszurichten. Anton hält das Ruder und steuert sicher um die nächste Boje herum. Ach, diese Wende ist geschafft. Nun geht es direkt aufs Ziel zu, denn der Wind treibt die Jolle stetig voran. Ha, wer hätte das gedacht? Lasse und Paul jedenfalls nicht. Die gucken ungläubig hinter den beiden her, wie sie davonbrausen. Und noch jemand schaut zu, wie Willi und Anton schließlich an der Zielboje feststellen. Der Fahrer des Jetbootes ist zurückgekommen und winkt den beiden glücklichen Siegern zu. Hi, schau mal, meint Willi und deutet zum Jetboot rüber. Das sieht ja aus wie das Boot des Sandmännchens. Tatsächlich, es ist das Sandmännchen. Anton ist begeistert. Es hat uns Glück gebracht und guten Wind. Vielen Dank, liebes Sandmännchen, ruft Anton. Das Sandmännchen lächelt, macht Kehrt und braust davon. Bis heute Abend, mein Willi. Pass gut auf, dass der Traubensand nicht nass wird. Hast du verstanden, Sandmännchen? Hoffentlich. Aber das Sandmännchen ist ja ein Profi. Bis zum Abendgruß kann es ruhig noch ein paar Sande Runden drehen und dann kommen und uns den Sand ins Auge streuen.